was hallucination. A hallucination like those described by Faber in his letter, shortly before hanging himself from a beam in his office. A hallucination. Or something worse. Much worse. Had it done any good to return the music box to its owner? Pasha might have the answer, but his whereabouts was still unknown, and his trail seemed to have gone cold as the days passed by. Perhaps in his office, somewhere in his papers, among the documents he was researching while delving into the box's origins. Maybe there would be some clue in there as to where he had gone or what he had done. Something that would help us to follow his footsteps. I had to find Sebastian Husher, but this time, my life depended on it. Grace, a PhD student and Husher's mentee, and Professor Nasiri, one of his associates, gladly agreed to give us a hand with the search. They used to stay up late working in Husher's office, so that seemed like a good place to start. We had no idea how serious the situation was. If we'd known about his family, those poor children. I hope we can at least find out what exactly he was after and where he went. There are some papers on his desk that haven't been touched since he left. We have a good chance of finding something there. Lately, I feel like something odd has gotten into Professor Husher. I mean, apart from his usual oddities. He seemed anxious about something and looked like he hadn't slept properly in days. No offense, Mr. Nora, but it looks like it's the same for you. Don't worry, none taken. I'm well aware. This is his desk. As you can see, there are a bunch of documents he uses as research for his novels. It's all here. We better take a look at his computer and the shelves, too. The sooner we get started, the sooner we'll find something out. Look at this here. There are some notes where he mentions the music box, but I can't quite understand what he means. AA375 is underlined. AA, that's how the documents in the donations and biographies archive are designated. Maybe he was looking for something there. Biographies. Let's start with the archive, then. Where is it? Donations and biographies are on the basement level. I'm sure it will be closed, but we can easily find the janitor or a key. It's not a very busy area. Wie bitte? Nee, du, da sind eine Million Leute, die wollen sehen, wie es weitergeht bei Song of Horror. Ja, okay. Also wirklich, ne? da ist natürlich niemand. Das ist einfach nur die unglaublich weirdeste Einleitung zu einer weiteren Folge Song of Horror. Wir haben das letzte Mal, ich mache ein Kreuz, Episode 2, hinter uns gelassen und befinden uns, wie wir im Matheunterricht gelernt haben, nun in Episode 5. Nein, in 3 natürlich. Man muss immer so bei sowas aufpassen. Dann sagt man einmal was und dann wird das wieder für bare Münze genommen. Dann denken die Leute, so, wir sind nämlich auf den Spuren von Husher. Das ist unsere letzte... Ich, mein Gott, ich dachte, die sitzt da komplett blutverschmiert, aber die hat einfach da ihre Jacke an. Genau, es wird wahrscheinlich der gleiche Punkt sein, dass wenn wir mit Daniel spielen, dass wenn er stirbt, das vorbei ist, ne? Daniel ist ein Publizist und Ex-Unternehmer, seine Alkoholsucht, bla bla. Steht hier jetzt gar nicht. Darf Daniel jetzt sterben? Weil in Episode 2 war das ja. Wir fangen aber trotzdem mal mit jemand anderem an. So, Omar ist Dozent an der Staatlichen Universität für Kunst und Geisteswissenschaften. Er promovierte in Kunstgeschichte, studierte unter Sebastian P. Husher und sowohl mit... Weiß, Moment mal. Studierte unter Sebastian P. Husher und sowohl mit ihm bin ich dumm oder macht der Satz keinen? Was? Er promovierte, wir versuchen das jetzt nochmal und dann geht's los. Er promovierte in Kunstgeschichte, studierte unter Sebastian P. Husher
und sowohl mit ihm regelmäßig im Bildungsbereich gearbeitet, als auch eine Art Freundschaft entwickelt. Dieser Satz hat ein paar Probleme. Aber wir verstehen, was gesagt werden soll. Also, als engagierter Prof und ausgezeichneter Motivator hat Omar eine enge persönliche und berufliche Beziehung zu Hushers Doktorandin Grace Richards. Okay, der ist super schnell, super unauffällig. Gefällt mir. Den nehmen wir mit. Let me go. I know the place. You keep searching this area. Oh, ich dachte, jetzt kommt eine kleine Intro-Sequenz. Genau, wir müssen ins Archiv. Wir haben ja irgendwie einen Zettel bei ihm gefunden, also bei Hasher im Büro. Alles gut. Ein verzerrter Pfad. Archiv der Abteilung für Geschichte. This place. So ein bisschen. There's something in the atmosphere. Bisschen Abwechslung reinbringen. Evil. Also. Wir. Ach Gott, was freue ich mich schon. Welch Horror uns hier wohl erwarten mag. Wieso ist denn das Spiel bei mir so laut? Diese Bücher sind eher dazu da, die Besucher zu unterhalten, als dass sie irgendeinen akademischen Wert hätten. Aha, okay, so. Was haben wir hier? Alte Ausgaben der Zeitung News World. Als ich das letzte Mal im Zeitungsarchiv war, waren sie gerade dabei, alles auf Mikro... Was? Bin ich dumm und kenne dieses Wort nicht? Oder wir skippen das? Was auch immer da stand. Oh, hier ist ein Zettel. Aha. Eine Notiz von Professor Merino. Eine Nachricht für Maxwell Glover, den Hausmeister im Geschichtsinstitut. Lesen wir das mal. Hallo Herr Glover. Ich habe versucht, Ihnen Ihre Zugangskarte zurückzugeben, konnte sie aber nicht finden. Ich dachte, Sie wären im Kontrollraum unten, aber da waren Sie nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Ich fahre über das lange Wochenende weg und ich werde nicht darauf warten, bis Sie auftauchen. Nicht alle von uns haben so viel Zeit. Gehen Sie zu den Regalen für den Themenbereich, den Professor Dunn lehrt. Suchen Sie dort den Abschnitt, der meinen Nachnamen enthalten würde. Zählen Sie so viele Regale nach rechts wie die Größe von Dunns Hut und schauen Sie in die oberen Fächer. Das fängt schon wieder an. Ey, ganz ernsthaft. Wer? Dieser Hausmeister hat viel zu viel Cluedo gespielt, dass er hier irgendwelche Zugangskarten so versteckt. Aber okay. Zählen Sie so viele Regale nach rechts wie die Größe von Dunns Hut und schauen Sie in die oberen Fächer. Verwechseln Sie den Hut des Professors nicht mit meinem. Sie sind sehr unterschiedlich. Ich werde meinen zur Sicherheit besser mitnehmen. Ich wünsche Ihnen ein erholsames, langes Wochenende. PS, ich nehme meinen Hut nun doch nicht mit. Merino. Es ist echt gutes Horrorgame. He's always the same. That man needs a therapist. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich ein gutes Game, aber diese Rätsel, die haben die gleiche Weirdness wie in Resident Evil. So, was ist hier? Ich weiß nicht, ob die Leute hierher kommen, um zu forschen oder um Essen aus der Maschine zu holen. Oh, Kamera. Das Reinigungspersonal lässt seinen Wagen nie einfach herumstehen. Boah, da rechts sehe ich eine ganze Menge. Ach, du gute Güte. Alte Zeitungen, die bereits archiviert wurden. Sebastian würde keine Zeit damit verschwenden. Was habe ich denn jetzt gekrapscht? Ach, der da. Hier gibt es nichts. Ich fange an zu verstehen, warum Grace immer über Merino herzieht. Ja gut, okay. Hier ist ja noch ein Schildchen. Regal A. Also das wird das Bücherregal sein, wo wir die Zugangskarte finden. Dazu müssen wir aber erstmal den Hut finden. Boah, das ist ja ewig lang, meine Güte. Das könnte Sebastians Handschrift sein, aber ich bin mir nicht sicher. Grace würde es wahrscheinlich wissen, sie ist gut in solchen Dingen. Warum gehen wir nicht alle zusammen los? Warum müssen wir uns aufteilen? Mein Gott, wie viele Bücher haben die denn? Aha. Was liegt denn hier? Mhm. Was war das für ein... Der verrückte Hutmacher. Haha, Geschichte. Karikatur, ein lustiger Cartoon von einem der Professoren. Das ist wirklich eine lustige Karikatur. So, Regale, Regale, Regale. Ah, da vorne gibt es Snacks. Erstmal ein Bounty.
Ich finde es geschmacklos, hier einen Süßigkeitenautomaten aufzustellen. Obwohl Grace meint, dass ich zu streng bin, lädt es geradezu dazu ein, Essensflecken auf den Büchern zu hinterlassen. Oh Gott, was? Oh, ach, oh Gott. Oh. Aber okay, ich glaube, das ist relativ easy. Wir müssen ja nur... Lass uns das doch nochmal gerade kurz gucken. Einsehen. So, Worte. Gehen Sie zu den Regalen für den Themenbereich, den Professor Dunn lehrt. Gut, okay. Wir wissen nicht, was Dunn lehrt. Das müssen wir also auch erstmal rausfinden. Oh, Mann. Wenn der Wasserspender noch voll ist, dann ist Grace hier nicht vorbeigekommen. Sie muss täglich 4 Liter Wasser trinken. Und weitere 2 Liter Kaffee. Ja, stay hydrated, würde ich sagen, ne? Achso, das sind wieder die Bücher. So, jetzt haben wir einmal perfekten Rundumschlag gemacht. Lauschen wir mal. Habt ihr das gehört? Was war denn jetzt gerade für ein... War das hier... Ein bisschen verwirrt. War das im Spiel oder war das hier in der Wohnung? Ah, nee, ist es im Spiel. Okay, es ist der Kartenleser. Der Zugang zur Verwaltung und die alten... Ja, okay, alles klar, alles klar. Wir müssen also erstmal rausfinden, was dann unterrichtet. Und dann können wir weitermachen. Was haben wir hier? Notizen vom Verwaltungspersonal. Ich glaube nicht, dass ich die brauche. Türen, ein Kopierer. Ist das etwa ein Xerox-Gerät? Glaube keinem... Verdammt, wie ging denn dieser Beitrag noch, den es auf YouTube gab? Ich glaube, keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast, kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr gutes Video. So, Grace hasst diese Faxgeräte. Sie sagt, sie sind altmodisch und E-Mails sind die Zukunft. Es mag sein, dass sie sich da etwas hineinstecke. Ich finde, E-Mails sind auch inzwischen absolut... Ich check mein E-Mail-Postfach so gut wie gar nicht. Ich finde, Mails sind total veraltet. Okay, da könnten wir rein. Mir ist jetzt auch keine fantastische andere Lösung als E-Mails eingefallen, aber ich finde einfach trotzdem... Mails ist... Zachary Dunn. Ja, fantastisch. Okay, scheint alles easy zu sein. Und tot. Gut. So, was unterrichten Sie? Professor Dunn ist einer der qualifiziertesten Lehrer, die wir haben. Ja, aber wofür? Privater Papierkram, nichts Interessantes. Mhm. Als ob er das nicht wüsste. Naja, gut, okay. Räum ich mal ein. So, Notizen von Professor Dunn zu dieser akademischen Forschungsarbeit. Interessant, aber im Moment nicht hilfreich. Doch. Wenn wir wüssten, was das für eine Forschungsarbeit ist, wüssten wir wahrscheinlich, womit sich der Mann beschäftigt. Okay, kleine private Bibliothek. Oh nein, der Schrank ist schon wieder ein nicht der Schrank. Der Schreibtisch ist ein Versteck. Ach, naja. 16. Dezember, 12.30 Uhr, Prüfung. Okay. 12.30 Uhr ist Prüfung, alles klar. Ja, der Schreibtisch des Professors scheint groß genug sein, um sich darunter verstecken zu können. Fantastisch! Ich freue mich. Nee, die macht man nochmal. Also macht man die Karte auf. Okay, vielleicht müssen wir rausfinden, welche Prüfung am 16. Dezember geschrieben wird, am Mittwoch. Und so herausfinden, was der unterrichtet. Oh, und hier ist Marino, okay. Die Zeitung ist von August. Ah, und hier ist der Hut. Ah, guck mal da, da sind doch hier Größe 6. Aha. Aber... mit dem Gadget 100% Filz, Größe 6. Ja gut, jetzt wissen wir natürlich nicht, ob das der Hut von... Ja, nimm doch mit. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wessen Hut das ist. Hier ist nochmal ein Zylinder, der hat die Größe 8E. Okay, wir haben 8B und 6. Oh, guck mal hier. Ach nee. Schade. Dachte, da steht vielleicht das Fachgebiet. Aber Pustekuchen. Wir können es dann einfach ja ausprobieren, oder? 8B und 6.
sieht es aus wie auf einer Müllhalde. Wenn die Leute sich nur die Mühe machen würden, Dinge in den Müll zu werfen. Auch leere Dosen. Stampft schon wieder irgendwo was. Der Horror ist einem. Aber auch immer auf den Fersen. Wenn er erfahren würde, dass der Professor in seinem Büro Alkohol aufbewahrt. Also bitte, es kann doch nicht das Büro eines Professors sein, wenn er keinen Alkohol hat. Ich erwarte von so einem schrulligen Professor, gerade in so einem Büro erwarte ich diesen klassischen Globus, den du aufklappen kannst und dann hast du alles an Whisky und Rum und was es nicht so alles gibt. Hier ist noch ein Schiffchen. Kann ich mir... Mein Gott. Dann halt von der anderen Seite, meine Güte. So, aber erstmal gucke ich mir die Tafel an. Aha, da haben wir es. Am 16. Dezember, da haben wir es. Religionsgeschichte. Scheiße, oder Englisch. Oder Literatur auch. Nee, aber 12.30 Uhr. Englisch. Der unterrichtet Englisch. Okay, soweit so gut. Das hilft. Was? Die Schmetterlingssammlung des Professors. Grace ist kein Fan. Sie meint, es ist verrückt, das hier aufzubewahren. So, und Marino liebt Modellschiffe. Okay, wir haben das Fachgebiet Englisch. Wir wissen, wir haben einen Hut mit einer 6 und einen Hut mit 8b als Größe. Wir probieren also einfach mal beides aus. Müssen wir erstmal rausfinden, wo Englisch ist in diesem ganzen Regal. Trubel. So, hier kurz... Achso, okay. Da müssen wir auch eine Karte haben. Auch noch mit verschiedenen Aufzeichnungen. Gut, 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 gut. Also. Englisch. Ja, das wären ja dann Sprachen, ne? Moment. Was heißt denn Abi, Mehr, Met, Roll, Romzul? Was? Was verstehe ich daran nicht? Wie bitte? Naja, gut, okay. Viertens Sprachen. Abi, Met, Rom. Ich raffe diese... Sind das die Professoren? Nee, Quatsch. I, J und K sind die Regale, die mich interessieren. Wisst ihr was, dann gehe ich da jetzt einfach rüber. Ich geh jetzt einfach mal zu den Regalen IJK und dann schauen wir weiter. Oh, hier sind noch Sachen in der Mitte des Raums. Projektorkabel. Personen in diesem Institut haben ein Problem mit den Sachen anderer Leute. Ascher ist es durchaus zuzutrauen, eine Schachtel Zigaretten herumliegen zu lassen. Könnte er den Projektor für seine Forschung benutzen? Und hier können wir auf jeden Fall auch noch was machen. Da hinten dieses flackernde Licht, ich sag's euch. Da wird noch irgendein Gruselding sich uns entgegenstellen. Was haben wir hier? Handschriftliche Notizen. Sie könnten von Professor Merino sein, aber ich bezweifle, dass Sebastian sie geschrieben hat. Haben wir hier. Das Buch gehört Professor Dunn. Er lässt immer Dinge herumliegen. Und einfach Kartons auf der Treppe, klar. Was ist denn all diesen Kisten passiert? Okay, aber das ist ja hier... Das sind ja nicht die Regale, die wir brauchen. Also wir gehen wieder hoch. Oder welche Nummerierung waren die auf dem... What? Hatte kurz Gänsehaut, aber ich hab's ja eben gesagt. Gehe ich da hin? Nö. Heul du da hinten nur rum. Ist mir Kack, Schnurz, Piep, egal. Verdammt, ich kann hier nicht durch. Ich muss näher kommen. Bisher war ja nie was Schlimmes, wenn die Leute heulen, ne? Komm, ich geh mal hin. Oh. Ah, sehr schön. Hat sich das ja erledigt. Ich bin die Ruhe in Person. W, X, Y, Z sind das da unten, die Regale. Ja, die brauchen wir nicht. I, J, K. So, Abflug. Ah, nein, mach das Licht ab, mach das Licht ab, mach das Licht ab. Aber einen Schritt schneller laufen. I, J, K. Ist das hier schon I? Egal, I. Wunderbar.
Dann fangen wir hier einfach mal an. No. Nö. Okay, dann hör auf. Stell's. Mein Gott, warum dauert das so lange? Das dauert mit Absicht so lange. Da wird man nicht einfach alle durchprobiert. Aber es ist genau das, was ich jetzt mache. So, dann nehmen wir den hier. No. Ja. Dann hör doch auf, mit deinen Fingern über den Buchrücken zu streicheln. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. What? Why is it cold all of a sudden? Weiß ich doch nicht! Such ein Buch! Going to freeze. Ist aber auch kalt geworden die letzten Tage. Schlimm, schlimm, schlimm. No. Ja gut, dann ist in dem Regal halt nichts. Dann nehme ich mir hier unten die vor. Wir gehen ja also. Das ist meine Devise ist Brute Force. Nicht sonderlich clever. Einfach Brute Force. Gut, dann gibt's hier halt nix. Mittlere Ebene. Doch, da gibt's noch was. No. Kann man aber schön Tee nebenbei trinken. Hat er auch noch mehr Sachen drauf? Als nur zu machen, wenn er. Achtung, jetzt kommt gleich wieder. Oh, das war ein. Ja, mein Gott, ist ja facettenreich, der Mann. Wie ein Oger. Er hat Schichten wie eine Zwiebel. Wahrscheinlich ist es das nicht, ne? Wahrscheinlich. Habe ich mich denn an irgendwas, bei irgendwas getäuscht? Nee, ist ja. Oder vielleicht lassen die mich das nicht finden, weil ich nicht die nötige Lösung dafür habe? Ach, nein, Moment. Ach Gott, ich Idiot. Oh Gott, ich bin ja so... Ey, wie kann man denn so ein Brett vom Kopf haben? Gehen Sie zu den Regalen für den Themenbereich, den Professor Dunn lehrt. IJK. Suchen Sie dort den Abschnitt, der meinen Nachnamen enthalten würde. Zählen Sie so viele Regale nach rechts wie die Größe von Duns Hut und schauen Sie in die oberen Fächer. Ey, wir haben doch alle Infos. Wie kann man denn... Ach, meine Güte. Okay. Also, Professor Dunn. Dunn ist sein Nachname. Suchen Sie dort den Abschnitt, der meinen Nachnamen enthalten würde. Wir gehen nochmal an den Anfang. Eieiei. Und ich klamüser mich hier durch die Regale. Ach Gottchen. Okay. Nee, ich stehe auf dem Schlauch. Sprachen. Jetzt dachte ich, dieses Abi, Mer, Met, Roll, Rom, Sul. Aber ich brauche ja. Literatur? Nee, ich brauche ja. Dann. D-U-N. Aber hier ist nirgendwo was mit D-U-N. Religion, Sozialwissen. Sprachen. Ich lese noch einmal. Gehen Sie zu den Regalen für den Themenbereich, den Professor Dunn lehrt. Das müsste doch Sprachen sein. Englisch. Suchen Sie dort den Abschnitt, der meinen Nachnamen enthalten würde. Ach, ich Idiot, nicht Dunn. Ich muss Merino suchen. Oh, wie kann man denn? Also manchmal ist wirklich... So, Merino ist Regal I. Und von Regal I gehen wir jetzt 6 oder 8 zur Seite. Das heißt, ich muss das hier mit meinem Fingerchen mal ganz kurz. Regal I. Das ist mir so unangenehm, aber J, K, L, M, N, O. O wäre bei 6. P, Q, ja genau. O oder Q. Ich hoffe, das stimmt. Ne, hier rum ist kürzer, ne? O oder Q und dann ins obere Fach. Sag mal hier. Q. Perfekt. Dann Regal Q, obere Fach. No. Okay. Eine andere Option haben wir ja noch. Jetzt hör doch auf. Okay. Das war dann Q. Und hier müsste doch.
Genau, Regal O und dann schauen wir hier ins obere Fach. Bitte, 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 bitte. Na komm. Ach komm. Moment, aha! Ich bin ein Genie. So, Magnetkarte. Eine Karte mit einem Magnetstreifen auf der Rückseite. Cool. Das... Oh Gott, wieso mache ich denn immer das Licht aus? Mach das Licht an, mach das Licht an. Das bedeutet, wir kommen jetzt durch einige Türen, durch die wir vorher noch nicht kamen. Wir haben den Lagerraum. Erdgeschoss, modernes Archiv. Ja, ich glaube, das ist ziemlich egal, in welche Tür wir jetzt gehen. Das heißt, wir machen das nach Bauchgefühl und wir nehmen einfach das hier rechts. Komm. Was ist denn jetzt los? Warum ist hier so Action? Ich mag das nicht, wenn der Controller vibriert. Das gibt mir so ein Gefühl von Panik. Als wäre es geplant. Okay, da scheint aber nichts zu sein. Okay. Alles easy. Easy peasy. Ein kleines Becken. Was haben wir denn hier unten? Was ist das? Oh, das sind Dias. Einsatz-Dias. Sie sind dazu gedacht, auf eine weiße Leinwand projiziert zu werden. Mhm. Perfekt. Weiß ich schon, wo wir die benutzen, aber da fehlt ja noch ein Kabel. Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel. Ich glaube nicht, dass ich die brauche. Mhm. Schaden kann es ja nicht. Okay, aber mehr ist hier nicht. Verstecken kann ich mich bei dann. Das muss ich mir auf jeden Fall merken, dass ich mir das merke. Das muss ich mir auf jeden Fall merken, dass ich mir das merke. Doppelt hält besser, ne? Oder wie sagt man so schön? Okay. Ja, benutzen bitte. Einmal lauschen. Okay, alles easy. Oh, ich sehe gerade, der 21. Berichtsband des Internationalen Kongresses der Byzantinistik. Den brauche ich. So, das wird audiovisuelles Material, das noch nicht alles geordnet wurde. Das war ja der Raum, den er eben als, je nachdem, wen man fragt, ist es die Abstellkammer oder irgendwas anderes. Und hier ist eine kleine Kassette. Oh, Maxwells Sprachaufzeichnung. Ja, hören wir mal rein. Ja, das kann ich verstehen. Und wir werden wahrscheinlich noch Ähnliches erleben. Und dieses schwarze Zeug sieht nicht aus wie Schmutz. Okay. Was haben wir hier? Anscheinend nichts. Mein Gott, die machen die Tür aber auch immer auf. Oh, okay, da geht's direkt runter. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Super mutig gehe ich die Treppe runter. Super mutig bleibe ich immer munter. Was ist hier? Also, hier lagert jeder Material, wo immer er kann. Ist das ein Versteck? Das ist ein Versteck. Toll. Da könnten wir rein.
Wollen wir das oder wollen wir die Dias erstmal? Die sind aber auch eine. Was sehe ich denn da? Ein Satz Dias. Naja, das Kabel haben wir ja eh nicht, also gehen wir rein. Zugriff! Ah, sehr schön, das gute alte Zwei-Türen-Prinzip. Anscheinend alles gut. Wann kommt der erste Horror? Komm, irgendwas willst du mir doch jetzt demnächst hier vor den Latz werfen. Ich sehe es doch. Ich spüre das. Es fühlt sich seltsam an, dass Maxwell nicht auf der anderen Seite des Fensters ist. Das ist mir auch sofort aufgefallen. Okay, alles gut soweit. Kommen wir hier rein. Oh ja, tatsächlich. Und da ist ein Zettelchen. Mhm. Aha, diese Tür. Die Tür von den Dias. Ich konnte mich dahinter sehen und jetzt ist sie echt und ich kann sie öffnen. Das Bild von den Dias ist eine Tür. Ich kann die Kette abnehmen, aber ich brauche den Schlüssel. Ich muss sie öffnen, um herauszukommen. Es ist alles so dunkel, aber wenn ich hinauskommen kann, vielleicht gibt es da draußen Licht. Meint ihr, das ist die gleiche Tür wie die, in die Daniel geraten ist im Haus der Hushers? Hallo, ich möchte das lesen. Warum darf ich denn die Zeitung nicht lesen? Nein! Das war doch noch gar nicht. Na, so ein Mist aber auch. Ärgerlich. I have to find a way to keep this lever lowered. Ja, aber da ist doch dieses kleine Rautensymbol. Oder ist das von der anderen Seite? Wahrscheinlich von der. Warte mal, hier ist auch noch eine Tür. Nee, wir gucken erstmal gerade wegen dem anderen Kram. Stück für Stück. So, guck mal da. Ach so, das ist einfach. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Das ist ja dann relativ easy. Na, checken wir mal die Ports. Yep, alles easy. Oh, das Dia-Kabel. Aha. Netzkabel, ein doppelseitiges Kabel. Ein Ende zum Einstecken in die Steckdose und das andere zum Anschließen eines elektrischen Geräts. Daltstecker nennt man das auch. Okay. Dann kann ich den Dia schon mal betreiben. Den Dia. Und hier kann ich nicht lauschen. Warum? Mhm. Es sieht so aus, als wäre die Tür offen. Ja, da ist ein Seitenschneider. Also ein, wie nennt man die denn noch? Naja, gut. Wir haben alles, um das Dia-Gerät an den Strom anzuschließen. Dann würde ich sagen, wir gehen hoch, ne? Keine langen Ausflüchte. Ich wette, wenn wir zurück in den Raum kommen, wo das Dia-Gerät steht, dann, da passiert was. Da wird uns das erste Mal der Horror begegnen. Bereitet euch darauf vor, Leute. Es ist gleich jeden Moment soweit. Nur noch ein paar Schritte. Am Ende dieser Treppe durch diese Tür. Ne, danach ist nochmal eine Tür, ne? Aber danach. Dann. Dann aber wirklich. Dann ist hier Rambazamba, sag ich euch. So. Kenn ich schon. Ich wusste, dass du da bist. Oh Gott, oh Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ruhig, 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 ruhiger, ruhiger, weniger ruhig. Meine Güte. Oh, fuck me, nein! Das ist doch alles so gut unter Kontrolle. Oh.
mal kurz in die Kombüse geschifft. Mann. So, ich muss mir eine neue Box anziehen. Ja, ich muss mir eine neue Box anziehen. Er wahrscheinlich auch. Ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr super krass seid. Aber wir machen hier jetzt erstmal einen kleinen Cut. Der Controller vibriert schon wieder. Irgendwo sind immer noch Dämonen. Aber die schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Also macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssikowski.